Sie werden Ihren Augen nicht trauen, wenn Sie diese Ausstellung besuchen. In der Hamburger Speicherstadt hat am Wochenende eine Ausstellung eröffnet, in der es garantiert nichts zu sehen, aber trotzdem viel zu entdecken gibt. Dialog im Dunkeln heißt sie. In 8 lichtlosen Räumen zeigen Blinde den sehenden Besuchern, was es bedeutet, in absoluter Finsternis zu leben und sich ausschließlich durch Tasten, Riechen und Hören zu orientieren. Über die Entdeckung des Unsichtbaren Michael McLean. Dialog im Dunkeln ist eine Ausstellung für Sehende. Blinde würden es hier stinklangweilig finden. Leider können wir Ihnen im Fernsehen nichts davon zeigen, da alles, wie der Name schon sagt, dunkel ist. Stockdunkel. Blinde Menschen führen den Besucher durch verschiedene kleine Welten, wo der zum ersten Mal die Angst vor Bäumen und Bordsteinkanten erlebt. Blindsein für eine Stunde. Wer ist das? Wer ist das? Das Ganze ist vielleicht gar nicht so sehr eine Ausstellung, das ist mehr eine Plattform, auf der sich Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund treffen können. Und das ist für mich das Interessante dabei. Also ich möchte nicht darstellen oder ausstellen oder simulieren, was es ist, Blindheit zu sein. Ich möchte weit mehr, dass Menschen sich begegnen, die einfach völlig unterschiedlichen Zugang haben zur Welt, ganz andere Wahrnehmung haben, dass die sich austauschen können. Darf ich Ihre Karte mal bitte haben? 3 Jahre lang wird die Ausstellung in der Hamburger Speicherstadt sein. Dadurch entstanden 35 Arbeitsplätze für Seh- und Gehbehinderte. Michael M. Seglin, Journalist, NDR, Karo 8. Hinter der Ausstellung steckt ein relativ einfaches Konzept. Man nimmt verschiedene Räume, füllt sie mit Objekten, Gerüchen und Tönen. Ein Zimmer wird zur Straße, das nächste wird zum Wald. Und wenn sich alles richtig anfühlt, riecht und klingt, macht man einfach das Licht aus. Hat irgendjemand hier Angst oder sowas? Nein. Ist ja so, dass diese Ausstellung ja auch eine soziale Utopie abbildet. Das heißt, wir haben eine kleine Gruppe von 10 Leuten maximal und einen Begleiter, einen Guide für die Gruppe durch. Und über den Außendruck der Dunkelheit und die Ungewohnheit des Sets entsteht eine unheimlich starke Innenbindung. Das heißt, alle Menschen erleben sein oder ihr Gegenüber als unheimlich angenehm, erstmal. Das heißt, was wir so an physischer Distanz auch benötigen wollen, brauchen vielleicht sogar, weil unsere Augen auch immer Distanz schaffen, fällt im Dunkeln völlig raus. Komm mal. Hier kann nur unsere Wärmebildkamera noch sehen. Vogelgezwitscher, Äste, weicher Boden, Waldgerüche. Schon kleinste Bodenunebenheiten machen einem hier zu schaffen. So muss sich ein Blinder im Wald fühlen. Nach 10 Minuten ist die Gruppe fast beim Händchenhalten. Es kann einen ja eh keiner sehen. Zum Glück haben die blinden Führer viel mehr Geduld, als sie umgekehrt selbst wahrscheinlich je erleben. Verkehrte Welt. Der Blinde führt den Sehenden. Der Rollentausch funktioniert in der Ausstellung. Es ist wirklich so, dass auf einmal die Bauarbeiter, das Reinigungstrupp, es konnten sich alle Menschen, die normal sehen, im Dunkeln bewegen und dort im Dunkeln durch und haben Wege erklärt. Und es war schon, also ich sag mal, die Grenzen sind wirklich verwischt worden. Also und hier in Hamburg hat man das ganz stark gemerkt. Da sind die Handwerker und die Maurerleute dann auch mit Stöckern durch und hatten ihren Weg und haben uns noch Tipps gegeben. Dialog im Dunkeln ist kein Spektakel, zum Glück. Es geht um blindes Vertrauen im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht darum, ganz alltägliche Schwierigkeiten von Blinden nachempfinden zu können. Wie es sich anfühlt, am helllichten Tag im Stockdunkeln zu sein. In der Ausstellung rasen die Blinden an einem vorbei, während man selbst völlig hilflos dasteht und jeden Zentimeter abtastet, bevor man den nächsten Schritt wagt. Die Ausstellung ist für uns Sehende konzipiert. Das ist ziemlich nett, da wir unsere Welt auch nur für uns konzipieren. Aber nach einer Stunde fühlt man sich endlich wohl im Dunkeln. An der Unsichtbaren gibt es Getränke. Es geht einfach darum, was gemeinsam zu erleben. Und dass die Besucher, das ist mein Ansatz und mein Punkt, dass die Besucher einen Eindruck davon bekommen, dass sie selber Ohren, Augen und Nase und Mund haben. Was sie oft vergessen. Vor lauter Augen. Das wäre dann also der Wasser- und der O-Saft-Schorle, ja. 6 Mark zusammen. Ein Dialog im Dunkeln? Wie kann man einen Fuffi von einem Zähne unterscheiden?
Ja, Momento. Also machen wir jetzt. Ja. Ich sag jetzt nicht, wie viel es war. Die Ausstellung hat etwas von einem Erlebnispark. Man hat Spaß und zitternde Knie und nimmt alles bewusster wahr. Wieder im Hellen brennt erstmal das Licht in den Augen. Erstaunlich schnell fällt jeder zurück in seine alte Rolle. Im Hellen ist auch der Dialog wieder schwieriger. Islam? Ja? Ich habe hier noch einen vom Ton. Der gehört zu seinem Kollegen. Ja, das ist ein Team auseinandergerissen. Die Ausstellung Dialog im Dunkeln wird 3 Jahre in der Hamburger Speicherstadt sein.